Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um ein First World Problem. Es ist nämlich eine Nachricht an Apple. So, fangen wir einfach an. Ich habe mir was aufgeschrieben, deshalb, damit ich meinen Text nicht vergesse. Liebes Apple-Team, hallo erstmal. Ihr seht, ich habe ein iPhone, so iPhone 6. Das schaut gut aus. Habe ich in einem Jahr, ist ziemlich gut. Ja, es ist nur, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem mit euch. Ich habe ein Problem mit eurer Arbeit. Ich beobachte euch seit 30 Jahren schon. Eure ganze Arbeit war beeindruckend. Alles super bis jetzt verlaufen. Aber eins habe ich nie verstanden. Warum könnt ihr keine Akkugeräte machen? Warum könnt ihr keine 1, 2, 3, 4? Ich kaufe viel von Apple. Ich persönlich liebe Apple. Also es ist nur 20 Euro pro Akkugerät. Und für dieses hier habe ich extra viel hingeblättert, weil ich dachte, es ist besser als die anderen. Aber wisst ihr was? Wenn man dieses Kabel abnimmt, bleibt es der gleiche. Shit, es ändert sich gar nichts. Es ist halt nicht das, was man für 700 Euro bezahlt. Nicht das, was man um 700 Euro erwartet, ja. Aber warum macht ihr das? Wir machen uns einen Kompromiss aus. Ich hole mir das iPhone 7. Ihr werdet 700 Euro mehr Umsatz machen durch mich, wenn ihr mir versprecht, dass ihr Samsung-Akkugeräte mit reinpackt und das Arschloch von den iPhones wie bei Samsung macht. Dann kaufe ich mein iPhone. Ich meine schon, es ist Nummer 1, das ist kaputt gegangen. Es ist einfach so, es ist einfach, ich habe so, ich habe das so angesteckt, dann habe ich es dort angesteckt und es war kaputt. Es war einfach ohne irgendetwas kaputt. Ich meine, meine Mutter bringt mich um, wenn das jetzt so nass bleibt. Scheiße, ich muss es trocken machen. So, weiter zu Apple. Was soll man sagen? Es ist, ja, wie oft soll ich darüber noch lachen? Es geht einfach nicht mehr. Ich hab genug. Ich hab wirklich genug von euch. Egal, was ihr jetzt versucht. Ich bleib nicht mehr Kunde, wenn ihr ab morgen noch in den Läden das verkauft. Das heißt, ich gebe euch einen Tag Zeit, um die Scheiße zu entfernen. Was, wer macht eigentlich Akkugeräte bei Apple? Wer macht das? Vollidioten. Vollidioten wie ich. Halt die Goschen, werd ich eigentlich gefragt. So aus ist bei mir von Apple. Das ist, alles ist was von Apple, wie gesagt. Mein fucking iPhone. Die Orange, schaut, ich mach's zu Apple. Apple. Sollte dieses Problem nicht behoben werden, ich will mit nichts drohen. Ich habe auf YouTube 37 Abonnenten. Und wenn die das sehen, diese 37 Leute, was die anrichten können, wollt ihr nicht wissen. Wollt ihr wirklich nicht wissen. Ihr müsst euch vorstellen, sollten übermorgen noch diese Drecksteile verkauft werden. Das seid ihr. Und ich bin diese 37 Abonnenten. So wie es läuft. Ich drohe mit nichts. Ich drohe niemandem. Also, es muss nicht sein, wirklich. Eine Nachricht. Anruf von Apple. Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich? Christoph, spreche mit dem Herrn Alibaba. Ja, da bin ich. Wer sind Sie denn? Also, ich bin der Max Huber. Ich bin von der Firma Apple. Wir haben vor ein paar Minuten hier Video gesehen und möchten Ihnen ein iPad mit einem Upgrade schenken. Wie jetzt? Als Entschuldigung oder was? Ja, sowas in der Art. Aber ich habe das Video gar nicht hochgeladen und ich nehme es gerade auf. Wie haben Sie es gesehen? NSA, kennen Sie das Unternehmen vielleicht? Wir arbeiten mit Ihnen gemeinsam. NSA. Okay, Sie schicken mir also ein iPad mit einem Akkugerät, wenn ich das Video nicht hochlade. Das heißt, wenn ich meine 37 Abonnenten nicht gegen Sie aufbringe. Genau. Okay, ist gut. Yeah.
Sehr geehrter Alibaba Nuri, wie geht's Ihnen, Sie Wichser? Dachten Sie wirklich, Sie können uns aufhalten? Wir sind Apple, keine Bananen oder sonst welche Früchte. Einfach nur Apple. Wir haben schon mit Microsoft Krieg geführt, den übrigens gewonnen. Und wir haben auch schon Leute wie Sie fertig gemacht. Daher sind wir nun bereit für den Kampf. Möge der Bessere gewinnen.